Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu meinem Frühlings-DIY-Video. Ich zeige euch wirklich ganz einfache und ganz schnelle Ideen für den Frühling, die ihr super nachmachen könnt. Und dieses Video ist Teil eines großen Projektes mit vielen anderen YouTubern. Und zwar, den ganzen März über erscheinen auf verschiedenen Kanälen Frühlingsvideos verschiedenster Art. Alle Kanäle findet ihr unten in der Infobox verlinkt und es gibt auch noch ein gemeinsames Gewinnspiel. Dazu sind die Zahlen wichtig, die ihr in den Videos versteckt findet. Die braucht ihr und die müsst ihr an die hier angegebene E-Mail-Adresse schicken, die ich euch auch nochmal unten in der Infobox verlinke. Und zu gewinnen gibt es 3 Beauty-Pakete. Ich drücke euch die Daumen beim Gewinnspiel. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und freue mich natürlich über einen Daumen hoch, wenn euch meine DIY-Ideen gefallen. Und falls ihr sie nachmacht, dann verlinkt mich doch gerne auf Facebook oder auch auf Instagram. Ich würde mich sehr freuen, eure Ergebnisse zu sehen. Up, up, up in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. Up, up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly. I believe to believe is to feel the fire grow within. I believe to believe is to see how the present comes from dreams. Up, up, up in a painted cup, I will paraglide across the sky. Let flowers and tiny hearts shape in a line. Ich zeige euch jetzt im Folgenden, wie man diese tollen Sneaker im Dip-Dye-Design selber macht. Hier seht ihr jetzt erstmal die Materialien, die wir brauchen. Das ist eine Schüssel, da kommt einfach nur normales, klares Wasser rein. In diese Schüssel mache ich die Farbe, mit der ich färben will. Ich habe jetzt die von Simply Kohl und zwar habe ich da Rot genommen. So sieht das Ganze aus. Ich hatte auch überlegt wegen einem Beereton, der hätte mir auch gut gefallen. Das hätte allerdings natürlich nicht für die Schuhe von Vince gepasst. Es gibt ganz viele unterschiedliche Farben zum Färben. Es gibt auch so kleine Tütchen mit Färbepulver. Da müsst ihr dann zum Beispiel noch Salz dazugeben oder so. Da müsst ihr schauen, was ihr nehmt. Dann habe ich einfach noch so einen Stock, um das Ganze hier ordentlich drin umrühren zu können. Dann natürlich die Schuhe, die ihr färben wollt. Das sind jetzt meine. Die habe ich über Amazon bestellt, kann ich euch gerne nochmal in der Infobox verlinken. Ich habe die Schuhe jetzt schon vorbereitet, das heißt, ich habe die Schnürsenkel rausgemacht und ich habe hier die Kanten abgeklebt, weil ich ja nicht möchte, dass die farbig werden. Und das hier sind Vince-Schuhe, auch die habe ich schon vorbereitet und abgeklebt und die habe ich auch über Amazon bestellt. Außerdem braucht ihr noch Handschuhe, sollte man schon benutzen, wenn man mit Farbe rumhantiert, und einen Lappen. So, ich ziehe jetzt meine Handschuhe an. Ich habe jetzt hier jeweils in die Schüsseln warmes Wasser gegeben. So, und dann kommt jetzt hier in die Schüssel die Farbe rein. So, das Ganze rühren wir jetzt ordentlich um. Das ist ein sehr schönes, tiefes Rot. Ich bin mega gespannt, wie es wird. So. Okay, dann habe ich hier griffbereit meinen Lappen und dann würde ich sagen, legen wir los mit Schuh Nummer 1. Und zwar wird er jetzt erstmal in das klare Wasser getaucht und zwar wird er jetzt ungefähr zu 2/3 angefeuchtet. Das muss nicht genau sein, das muss nicht präzise sein. Hauptsache wird ungefähr zu 2/3 das gemacht. So. Und jetzt kommt nur die Spitze des Schuhs erstmal in die rote Farbe und dort bleibt der Schuh auch für eine Weile. Da könnt ihr dann immer mal schon gucken, ob so die Farbintensität erreicht ist, die ihr wollt, wenn auch nicht. Dann einfach noch ein bisschen unter Wasser,
Ihr seht schon, dass sich der Schuh auch so ein bisschen schon mit Farbe vollsaugt. So, das finde ich jetzt gut als Anfangsfarbe. Und jetzt tauchen wir den Schuh einfach kürzer ein. Dann wird das Ganze natürlich heller und danach verblenden wir quasi die Übergänge. Und das ist jetzt Schuh Nummer 1 bei mir und jetzt mache ich Schuh Nummer 2. Ich habe die Farbe jetzt 5 Minuten einziehen lassen. Meine Schuhe sehen jetzt so hier aus. So, das ist der andere. Also da wird auch wirklich jeder Schuh ganz individuell. Das ist halt das, was mir auch so super gut gefällt. Und jetzt spüle ich die Schuhe unter klarem Wasser so lange aus, bis sie keine Farbe mehr abgeben. Die Schuhe lasse ich jetzt einfach trocknen, also ich werde die hier innen noch mit Zeitungspapier ausstopfen, damit es einfach schneller geht. Und dann war es das eigentlich schon. Die müssen jetzt eigentlich nur noch trocken werden. Ich hoffe, mein Video und meine DIY-Ideen für den Frühling haben euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Und für alle anderen, schaut euch doch bitte die anderen Videos der anderen Leute an. Die sind, wie gesagt, alle unten in der Infobox verlinkt. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!